Waren wir im Nationalpark hier. Wir haben heute früh uns überlegt, wir könnten eine Runde spazieren gehen durch diesen Park. Durch 2 Stunden soll die Runde dauern. Ich sag, das wäre genau das Richtige für heute. Und es war genial. Der Anfang haben wir schon 3 so kleine Affen gesehen, so verspielt. Das war total nett, denen zuzuschauen, wie die sich von Baum zu Baum gehangelt haben und miteinander gespielt haben. Ja, und dann ging es durch den Park durch. Das Grün ist wirklich unwahrscheinlich, diese Vielfalt vom Grün. Und der Rundweg war an sich ganz leicht, bis wir dann aus dem Wald rauskamen, ein Stück an der Straße entlang mussten, einen Tempel, und dann ging eine Frau vor uns rechts hoch wieder in den Wald rein und gesagt, oh, den Weg hätten wir jetzt beinahe übersehen, dass es da hoch geht. Sind dann auch da hoch und ja, die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht so eine gute Kondition habe. Da ging es richtig, richtig steil nach oben und der Weg wurde immer schmaler, immer anstrengender. Ich habe gedacht, das ist überhaupt nicht mehr zu schaffen. Und habe gedacht, das gibt's auch nicht. Wir müssten schon längst am Ende sein, müssten schon längst rauskommen. Aber Fakt war, dass wir eben falsch abgezweigt sind und sozusagen wieder in den Nationalpark rein und so in die Mitte hinein und ganz hoch an den höchsten Punkt, in den Four Point, wo wir gedacht haben, wir müssten eigentlich ans Ende kommen. Ja, so geht's manchmal, und ich denke, das ist aber auch etwas, das kennen wir ja auch in unserem alltäglichen Leben, in unserem Business ja auch. Am Anfang ist man so beschwingt und voller Enthusiasmus, voller Begeisterung, man sieht so viele Sachen, und dann kommen Zeiten und Dinge, die ja herausfordernd sind, und die Frage ist dann, wie geht man damit um? Geht man weiter? Was macht man? Kehrt man um? Und manchmal heißt es auch, ja, den Weg zu korrigieren. Jetzt haben wir es geschafft. Ich bin gut nass geschwitzt. Wir machen jetzt eine kurze Pause hier an einem wunderschönen Resort. Da ist ein Pool, den muss ich euch einfach zeigen. Ich finde es hier jetzt, ja, mit der Sonne sieht man es vielleicht gar nicht ganz so gut, aber einfach richtig angenehm, schön zum Entspannen jetzt noch am Schluss. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Start in diese neue Woche.